wenn du mit Klienten arbeitest, gibt es nach meiner Erfahrung nie einen besseren State als instabil zu sein und das zu kontaktieren. Das öffnet so ungeheuer den Raum. Wenn es Konflikte gibt, mit denen du zu kämpfen hast und wo der innere Kritiker sagt, leisten, du musst leistungsfähig sein, dann ist nichts schlimmer, als eigentlich, wenn du mit einem Klienten arbeitest und selber unter diesem Antreiberdruck stehst, sondern eine Öffnung hast in deine Verwundbarkeit. Und zwar nicht als ein Konzept, sondern als ein tatsächliches im Kontakt sein, dass etwas in dir brüchig ist. Aus diesem Verwundbarsein heraus kann man ungeheuer gut arbeiten. Und das merken auch Klienten, dass sie sich eingeladen fühlen, das, womit sie ringen, ans Licht zu bringen. Ganz anders ist es so, wenn du zu jemandem gehst, du hast ein Problem, und derjenige spielt vor, dass er alles gelöst hat und kein Problem hat. Das macht einen gnadenlos einsam. Und selbst wenn man diese Session dann abnickt, wird man aber doch rausgehen als einsamer und glauben, man selbst mache es nicht richtig. Fühlt sich im Prinzip ungenügend und beschämt und wird mit Druck versuchen, auf sich zu arbeiten, anstatt dass dieses Ungelöste in seiner Ungelöstheit da sein darf, gefühlt werden darf. Und das ist eigentlich eher, so kannst du jeden Konflikt, den du hast, unglaublich für deine Arbeit nutzen. Weil du so weich wirst. Ne? Und wenn du selber merkst, dass du mit gewissen Sachen nicht klarkommst und das aber zulässt, dass das so ist, erwächst daraus ein ungeheures Empathievermögen, nicht nur für dich, sondern auch für alle, die in deinem Raum sind. Und man hat da ein sehr feines Gespür, wann zum Beispiel jemand einen beschämt. Das kriegt man in der Regel sonst gar nicht mit. Aber im Kontakt mit dieser Qualität des unklaren, brüchigen, unvollkommenen in sich, merkt man das alles, was in Wahrheit geschieht. Wie man sich in Wahrheit fühlt in der Anwesenheit dieser Person. Und man spürt sofort den Druck bei einem anderen, und kann sich davon abgrenzen. Nichts ist daher schlimmer und führt dich auf den Weg ins Verderben weiter, als wenn du dich super fühlst und glaubst, du bist der Geilste. Das ist ein State, der nicht, dass ich nicht versucht werden könnte von diesen States, der
Aber du kriegst dann auf jeden Fall, kommt die Ernüchterung relativ zügig und man wird gestürzt von diesem Glauben, man sei der Geilste und der Beste und alles läuft glatt. Dann rennt man eigentlich in Wahrheit gegen eine Wand und muss sich jetzt mühsam von dort wieder einsammeln und hinunterkommen, erstmal konzeptionell in die Anerkennung der Verwundbarkeit und dann auch körperlich und kommt dann von hier oben, hier unten wieder an und merkt, dass da diese Brüchigkeit da ist. Und wie ich das gestern schon andeutete, diese Brüchigkeit, mit der in Kontakt zu gehen, ist merkwürdig stabil plötzlich. Aber sobald man glaubt, jetzt habe ich wieder was und habe eine Sicherheit, sobald man wieder konzeptionalisiert, vergeht sie auch wieder. Und insofern, wenn du das bemerkst, auch Angst ist ein Türöffner, ne? Angst ist ein Türöffner. Wenn man vor einer Situation Angst hat, kann es großartig sein, die Angst zu spüren. Und die spürt man aber nicht im Kopf, sondern in dieser Zone so. Ah ja, ah. Und das braucht man eigentlich gar nicht benennen, es ist einfach da dann. Ne? Ach so, Angst. Während man in seinen Wächtern oder in diesem State, wo man glaubt, man ist super, keinen Kontakt zur Angst hat und auch keinen Kontakt zum Schmerz hat, und dann bist du immer verdammt, verdammt dazu, genau dieses, was du in dir selbst nicht kontaktierst, auszulösen beim anderen. Also wenn man keinen Kontakt zur Scham hat, beschämt man andere und merkt es nicht, weil man sie nicht auf dem Zettel hat. Genauso mit dem Schmerz. Wenn man den nicht spürt, löst man ihn aus bei anderen, ohne das zu merken. Maybe you want to say something. Magst du mal die Augen schließen? Magst du die Augen schließen? Und diese Stimme, die da spricht die ganze Zeit, ne? Dieses Mädchen, aus der du heraussprichst. Ich werde jetzt die Stimme erheben. Hilft das? Ja, genau. Dieses Mädchen in dir. Ja, dieses Mädchen. Und wenn du die Augen geschlossen hast, den Raum wahrnimmst, während diese Stimme spricht. Die Stimme, die was sagt. Die ganze Zeit spricht. Du hast diese Stimme, die spricht, und dann das ist passiert und das passiert. Ich möchte doch dies und das. Das ist die Stimme. Das ist die Stimme. Und wenn du den Raum spürst in dir, in der diese Stimme spricht, und dieser Stimme, diesem Mädchen, mal ein
Hallo hinschickst. Oh, die spricht die ganze Zeit. Hallo. Ich höre dich. So ihr hinschicken. Und sie sprechen lassen. Sie einladen, so zu sprechen. Und dabei ein bisschen. Ja, das ist schwer, ne? Ja. Das zu halten. Man möchte reingehen und ja. Genau. Dann mach das absichtlich. Ja. Mach es stark. Mach es stark. Mach es stark. Mach. Genau. So ist gut. So ist das gut. Ja, so ist das gut. Das ist, was ist der Unterschied? Es geschieht jetzt absichtlich. This is the big point. Du tauchst jetzt absichtlich da rein und bist es ganz. Genau. Genau. Und kannst deinen ganzen Körper benutzen und das ausdrücken, ne? Und diesen Zustand immer mehr kennenlernen. Aber absichtlich, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Wir verändern nichts. Wir heilen nichts. Und wir stabilisieren nichts, sondern nur einen Tick. Wir machen daraus Absicht. Das ist das Große.